Einer der einflussreichsten Managementdenker aller Zeiten war sicher Peter Drucker. Zu den vielen Gedanken, mit denen er wichtige Diskussionen ausgelöst hat, gehört folgender Satz. Culture eats strategy for breakfast. Sehen wir uns einmal ein praktisches und echtes Unternehmensbeispiel hierzu an. Das Unternehmen ist typischer großer deutscher Mittelstand, 500 Millionen Umsatz, 2000 Leute, keine weltweite Ausstellung, aber doch international, Produktionswerke in Deutschland und außerhalb, dritte Generation. Das Unternehmen ist nur in einem Business-Segment aktiv, darauf fokussiert. Das wächst zwar nicht mehr, aber erwirtschaftet seit vielen Jahren auskömmliche Erträge. Die Inhaber, aktiv in der Geschäftsführung, entwickeln nun völlig zu Recht eine Strategie, die im Kern vorsieht, zusätzliche neue Geschäftsfelder aufzubauen. Und dann werden die dafür notwendigen Themen auch angepackt. Es wird beispielsweise mit guter Analytik erarbeitet, in welchen Suchfeldern wir eigentlich unterwegs sein wollen, um Neues aufzubauen. Es wird ein professioneller M&A-Prozess etabliert und sogar, was häufig nicht geschieht, Menschen jedenfalls teilweise abgestellt, um die dafür notwendigen Aufgaben zu erledigen. Und es gibt eine Umsetzungsroadmap, die ambitioniert, aber auch nicht zu eng die nächsten Themen für die nächsten 6 bis 12 Monate mit mehr Detail beschreibt. Soweit so gut. Strategieentwicklung und Umsetzung hier handwerklich sauber gemacht. Schnitt, 6 Jahre später ist das Unternehmen immer noch nur auf diesen einen Bereich konzentriert. Und es hat erhebliche Turbulenzen gegeben. Eine Konsolidierung durch große Akquisitionen und erheblichen Kostendruck durch neue Spieler aus Fernost. Die Margen erodieren, das Unternehmen ist in eine kaum für möglich gehaltene Schieflage geraten. Was ist hier passiert? Nun, Culture Eats Strategy for Breakfast. Was versäumt wurde, ist mit dem Thema Strategie gleich die unternehmenskulturelle Veränderung zu beschreiben, die notwendig ist. Und Unternehmenskultur manifestiert sich vor allem im Handeln der Führungskräfte. Diese aber wollten den neuen Weg nicht mitgehen. Die Beharrungskräfte des Status quo sind enorm. Übrigens gerade in erfolgreichen Unternehmen. Die Führungsmannschaft hat die neuen Vorhaben torpediert, bevor sie sich richtig entwickeln konnten, im Grunde genommen Schiffe versenken gespielt. Wie man so etwas macht, die Führungsmannschaft zu befähigen, so große Veränderungsprozesse nicht nur irgendwie mitzugehen, sondern aktiv zu gestalten, das machen wir in einem der nächsten Videos. Für heute, in Anlehnung an Peter Drucker, if you serve strategy for breakfast, leadership has to be on the table as well. Bis zum nächsten Mal.